Mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir beiden schauen uns heute zu... Wahrscheinlich wir beiden. Wir schauen uns heute zusammen einige Werbungen aus dem asiatischen Raum an, die komplett verrückt sind. Das hier ist die erste Werbung, die wir uns heute zusammen anschauen. Man sieht schon, dass es eine Burger King-Werbung ist. Der Typ will sich jetzt ein Getränk noch holen, geht deswegen nochmal los. Da ist ein anderer Typ und der sieht jetzt den Burger. Das... Burger King ist Ich habe gar keinen Bock mehr auf die anderen Werbungen. Das hier ist die zweite Werbung. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Wir sehen Kinder, die Baseball spielen und ein Hund. Und jetzt kommt ein anderer Hund und jetzt stehen da, es geht um Chips. Ach du. Das war die ganze Zeit eine Chips-Werbung. Was ich auch stark finde, ist, dass man bei diesem Hund hier einfach den Stock sieht, der in seinem Po ist, mit dem er herumgetragen wird. Das ist nämlich kein echter Hund. Und die komplette Werbung handelt einfach um irgendein Baseballspiel. Allerdings werden Chips von einem Hund irgendwie beworben. Ey, ich dachte wirklich, die Whopper-Werbung wäre komisch. Aber der Hund toppt gerade alles. Das hier ist eine Werbung, die mir Jule noch geschickt hat. Da meinte sie, dass ich darauf auf jeden Fall auch reagieren soll. Da ist eine Person, die, glaube ich, Maler ist, so wie ich das sehe. Weil sein ganzes T-Shirt voll ist mit Malerklecksen. Hier auch, sein Gesicht ist voll mit Farbe. Und er wird in die Waschmaschine gesteckt. Also es ist anscheinend eine Waschmittel... Was? 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 Ist das euer Ernst? Ja. Also diese Frau hier macht gerade Wäsche und dann kommt der Maler an, der gerade anscheinend irgendwie Wände gemalt hat und sich selbst auch irgendwie ein bisschen angemalt hat. Die Dame packt ihn dann allerdings hochkant in die Waschmaschine und dann kommt er hier aus... Was geht ab bei denen da hinten? Das hier ist die nächste Werbung. Da liegt ein Junge auf dem Boden und hat Hunger und... Das ist eine Terrine, die da vorgestellt wird, glaube ich. Da! Wer will denn das freiwillig essen? Digga, das sieht aus wie Kotze! Hier geht es um ein Getränk bzw. eine Soße und da kommt einfach irgendeine Frau rausgetanzt. Alles klar, auf jeden Fall logisch. Und aus ihrem Hut kommt jetzt Käse. Und aus dem Käse wird eine Person, die rumschreit. Und... Wenn ich das im Fernsehen sehen würde, dann hätte ich nicht den Gedanken in meinem Kopf von wegen, hey, die Soße brauche ich, sondern vielmehr, ich habe heute Nacht nur Albträume. Keine Ahnung, was hier jetzt wieder abgeht. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen neuer aus und ich glaube, es ist eine Werbung. Digga. Das war eine Werbung für Kaugummis. Warum läuft da dann so eine überdimensionale Katze durch Tokio? Das hier ist jetzt irgendeine Werbung, wo eine Frau ein, also, es ist anscheinend Werbung. Das sind irgendwelche Kaubonbons und die werben damit, dass diese Mädels das mit dem Mund weitergeben, oder was? Ey! Marketing-Level Japan. Keine Ahnung, was hier schon wieder abgeht. Es fällt irgendetwas vom Himmel runter und wir sehen komplett schlechte Affenkostüme. Die essen irgendwas und... Ja. Also... Wenn ich die Werbung mal interpretieren soll als Zuschauer, würde ich mir denken, hey, ich bin jetzt ein Affe, aber wenn ich das esse, werde ich ein Rockstar.
Was die raushauen da in Japan, ist Wahnsinn. Hier sind zwei Personen, die miteinander reden. Ich verstehe es halt nicht, weil es japanisch ist. Und irgendein Hund ist da jetzt angekommen. Und sie wirft ihren Schuh auf den Hund und wirft jetzt auch noch ihr... Um was geht's in dieser Werbung? Es geht um Fleisch? Das war eine Sushi-Werbung! Ey, sag mal, wen wollt ihr denn verarschen? Ich weiß nicht, ob ich das Ganze einfach nicht checke, weil ich nicht in diesem Raum wohne oder jemals dort irgendwie in Japan oder keine Ahnung wo zu Besuch war und mit der Kultur vertraut bin etc. pp. Aber meiner westlichen Anschauung nach ist es komplett am Thema vorbei, die Werbung. Das hier ist die nächste Werbung. Es werden irgendwelche Flaschen gezeigt und in der Flasche ist es anscheinend minus 196 Grad. Und der Typ steht im Supermarkt, schaut in die Flasche rein und sieht einfach nur, wie diese Leute... Das hätte bei mir einfach einen gegenteiligen Effekt. Wenn ich sehen würde, dass ein Typ in eine Flasche reinguckt und da drin sind irgendwelche kleinen Männchen und tanzen rum, dann würde ich das auch nicht kaufen, Digga. Hier haben wir eine Raupe, die einen Ast hochklettert. Zum ersten Mal englische Untertitel. Und zwar suchen die beiden nach Tee und gehen dahin. Und der Sohn sagt jetzt, hey, ich kann nicht mehr warten. Ich laufe auf der anderen Seite her. Wir haben unser Goal, sagt jetzt der andere. Die wollen jetzt nach oben. Oben unbedingt und er nimmt jetzt seinen Sohn auf die Schultern und ist jetzt ganz oben. Der Kleine weint. Und der gibt. Ich. Jetzt die Raupe macht. Stößt jetzt irgendwas aus in die Nase von dem Typen, so dass er das ist. Was schaue ich mir hier heute für eine Scheiße an? Diese Werbung scheint ein wenig neuer zu sein. Die Qualität ist nämlich ziemlich gut. Sie schmeißt ihre Kette weg, die Dame. Sie streicht sich durch das Haar, schaut neben der Kamera her, macht sich nun einen Zopf, hat auch hohe Schuhe an, schreit jetzt allerdings los und haut mit ihrem Kopf Zementplatten. Schrott. Hier ist ein Übertragungswagen und ein Hund im Weltall. Aha, er kann auch noch reden. Es ist eine Werbung für anscheinend eine... Es ist eine Werbung für eine Bank. Wir sind eine seriöse Bank. Wie kriegen wir denn Geschäftskunden akquiriert? Mann, wir schicken einen Hund ins Weltall! Beste Idee ever! Keine Ahnung, worum es hier geht. Da ist eine Frau und die steckt in der Wand drin fest und kommt nicht raus. Und der Mann hier steckt auch drin fest. Und die beiden auch. Ich hab nicht verstanden, um was es ging. Das hier ist halt auch so eine richtige crazy japanische Werbung. Ich glaube, das ist für diese Furbies oder Momo oder keine Ahnung, wie die Teile heißen. Meine Schwester hatte auch so ein Ding. Aber genauso habe ich mir eigentlich japanische Werbungen vorgestellt. Nicht so verrückt, wie die anderen waren, sondern einfach so. Wisst ihr, komplett bunt, alles wirrwarr durcheinander. Aber gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir haben uns ja schon so einigen Schwachsinn im heutigen Video angeguckt. Allerdings kommen wir nun zur letzten Werbung, die wir uns heute zusammen anschauen werden. Werbung, wo ein Fußballplatz gezeigt wird. Das ist. Es ist wieder der Hund. Guck mal, wenn man nicht weiß, worum es geht. Guck mal, er zeigt, er kann fischen, er kann hüpfen. Jetzt wird er hochgesogen von Aliens. Ne? Man denkt sich nur so, hä, um was geht's da? Und jetzt kommt er an mit Chips. Ey, als Kind, ich hätte Albträume von diesem Scheißköter. Warum denken sich dann anscheinend so viele japanische Kinder, oh geil, der Hund ist so hammer, die Chips muss ich fressen. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Ganz viele von euch haben mir unter meine letzten Reactions in die Kommentare geschrieben, ey Luca, du musst dir unbedingt mal komische japanische Werbungen angucken. Das habe ich jetzt heute getan und meine Damen und Herren, ja...
Die waren wirklich alle sehr komisch. Falls ihr noch weitere verrückte Werbungen kennt, auf die ich unbedingt reagieren soll, oder falls ihr auf etwas komplett anderes reagieren soll, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch bei dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Denn dadurch verpasst ihr keine Videos mehr, Mann. Ey, let's do it! Okay.